Stellt euch vor, ihr dürft wieder raus. Stellt euch vor, ihr dürft wieder unterwegs sein, in diesem grossartigen Land zwischen Bodensee und Genfersee, in diesem Land von den Giebeldachdörfern. Ein Bach trennt das eine Dorf vom nächsten Dorf, ein Wald trennt diese Gemeinde von der nächsten Gemeinde, aber die Kläranlage betreiben sie gemeinsam. Und ihr dürft wieder unterwegs sein. Die Männer sind wieder im Wirtshaus, die Frauen sind wieder im Stegenhaus, die Kinder sind wieder im Schulhaus. Mädchen haben Röckchen an und Buben duschen hier. Und jemand sagt zu euch, unsere Dorfjugend, die ist lebensfroh wie ein phosphatdüngerfreies Gartenbiotop. Und wenn sie gross ist, dann wird sie diplomierte Lastwagenchauffeur und Detailhandelsangestellte und Pharmazieassistentin. Und unsere Jugend, die heisst Gendrim, Domenico, Clea, Asade, Besmir, Flutura, Kevin, Sperlin, Pedran, Tamara, Elisabetta, Granit, Hannes, Furkan. Sie ist vielsprachig wie der FC Chelsea und reichhaltig wie ein Rikasimir. Und ihr zieht das Land, wäscht euch die Hände in den Regen gelunken, schlaft auf einem Bänkel oder hinter einem Busch, oder wenn es regnet, schlaft ihr in einer Kirche, ein Heide, ein Spass. Und jemand sagt zu euch, wo bist du? Du bist nicht von hier. Du bist die Vorhut von einem Flüchtlingsstrom. Du musst dich hier niederlassen und einbürgern, bevor du dich einbürgern lässt. Denk aber daran, was es bedeutet, ein stimmberechtigtes Teil von unserem Souverän zu werden. In 20 Jahren bin ich 64 Mal an die Urne gerufen worden, habe 214 Sachfragen abgestimmt. Ich habe abgestimmt über die Öffnungszeiten von Tankstellenläden, über Jugendmusikförderung, über einen Mindestumwandlungssatz in Invalidenversicherung, über Tempo 30 innerorts und ärztliche Verschreibung von Heroin. Ich kann es kaum erwarten, über ein Nacktwanderreglement abzustimmen. Über einen Mehrwertsteuersatz von Zellophan verpackten Blumensträußen, über gentechfreie Windeln. Für was? Wählen wir ein Parlament und müssen den Dreck nach selber erledigen. Unser Parlament frisst sich an Verwaltungsratsposten satt und delegiert die Verantwortung an das Volk. Ich sage dir, dass man in diesem Land darf sagen, was einem verrückt macht, macht einem Verrückte noch nicht leichter. Und ihr zieht durch das Land, dürft wieder unterwegs sein und staunet über Leinenzwang, staunet über feuerverzinkte Gartenzäune, staunet über all die Geburtstafeln und Leintücher an den Bauernhäusern. Jennifer, 9.09.2009. Sven auf viel Glück, 50 Jahre Urs. Staunet über Tandemfahrer und Fahnenschwinger. Wie die Fahnen in die Luft schiessen und wieder rauf. Die Mischung aus Flamenco und rhythmischer Sportgymnastik. Und jedes Jahr werden sie besser, die Fahnenschwinger. Schiessen höher. Viel eleganter zeigen, immer krasseres Zeug. Achselwurf, Achselüberwurf, Achselrücküberwurf, Müllirad, Ungerwaldner, Ungerschuh. Wieso werden die immer besser? Haben jedes Jahr leistungsstärkere Fahnen? Konkurrenzdruck aus dem Ausland, professionalisierte Nachwuchsförderung? Oder steckt einfach langsam zu viel Geld in diesem Fahnenschwingen? So ein Fahnenschwinger, Spitzensportler, liegt im Gras und die Leute rundherum stellen all die Fragen, die ein Fahnenschwinger, Spitzensportler nicht mehr hören. Hey, kannst du von dem leben? Du, was ist deine künstlerische Botschaft? Hey, kannst du das auf einem Stand-up-Paddel? Du, wieso liegst du da? Oh, ich liege einfach hier im Gras und warte darauf, dass mir die Fahne zurück in die Hand geht. Unterwegs sein, wieder unterwegs sein. Unterwegs sein, das bedeutet am Abend in der Dunkelheit, nach dem Ausgang, die Zahnpasta-Tube mit der Haarschelltube zu verwechseln. Es bedeutet, am Morgen auf irgendeiner Weide zu erwachen und sich zu fragen, wo bin ich? Und wie heisst die Kuh nicht mehr? Unterwegs sein bedeutet, Menschen zu begegnen, die man im Homeoffice noch meiden konnte. Und jemand sagt zu euch, hey, du gefällst mir. Weißt du, das bin ich auch mal einfach losgezogen. Ja, alles hinter mir gelassen. Ich habe Wanderkarten downloadet, ich habe Vogelstimmenerkennungs-Apps installiert, ich habe den Schrittzähler auf Null gestellt. Handystick, Ladekabel, Akku, Ersatzakku, ich habe alles bei mir gehabt. Ich habe den Staubsaugerroboter vor die Haustür gestellt. Lauf los, bist frei. Unser Land.
Das ist ein akustisches Erlebnis, wie eine Schallplatte hören, mit ganz viel Kratzer drauf. Unser Land ist ein optisches Erlebnis, wie eine Live-Webcam schauen, vom Skilift im Sommer. Ein Berg sehen. Eine schwangere Bergente schlägt mit den Flügeln, schreist ein Duckface und ich rede ein bisschen mit meiner Liebsten. Hey Siri, muss die wunderschöne Welt tatsächlich untergehen? Und Siri so, also solange meine Batterie geladen ist, besteht da überhaupt keine Gefahr. Stellt euch vor, ihr dürft wieder raus. Stellt euch vor, ihr dürft wieder unterwegs sein. Und ihr verlässt eure Wohnungen und zieht durch das Land. Vielleicht, um euch selber zu finden. Oder vielleicht, für zu schauen, wie es in einem anderen Kanton so läuft. Ich hab meinen BH geworfen, hätte ich einen gehabt. Der Christoph Simon. Genial. Zieht so rein, geht auf Christoph Simon online. Ihr seht alles, was ihr braucht. Infos, Videos, Bücher, Text. Supportet den jungen Herr. Ich liebe Comedy.